Impulse abhängig von der Gangqualität stärker oder schwächer kommen. Nämlich, läuft ein Pferd auf der Vorhand, dann habe ich wesentlich mehr Bewegung über den Rücken und eine stärkere Stimulation der Bauchmuskulatur. Beginnt ein Pferd den Bug zu streichen, sich im Schultergürtel aufzurichten, ist der Impuls ein wesentlich geringerer. Daher spreche ich vom selbstlernenden System Bodyform. Ich habe Ihnen den Broadway mitgebracht, einen dreijährigen Chorhausfaller. Broadway ist gerade im Anreiten und Broadway wird mit dem Bodyformer vorbereitet. Der Trainer bestätigt uns jetzt bereits, dass dieses Pferd beim ersten Mal aufsitzen, nach einer Vorbereitungszeit von 3 Wochen, wesentlich stabiler bereits läuft, mit nichts zu vergleichen stabiler, nämlich wir bereiten diese jungen Strukturen auf das Trab eines Reiters in einer noch nie dagewesenen Form vor. So, meine Damen und Herren, das war der Bodyform. In den letzten 3 Jahren haben wir auch dann das Mobility Bridle entwickelt, und zwar eine Zäumung für die Bodenarbeit, die den Unterkiefer des Pferdes freilässt, nie einengt. Zweitens, keine fixe, starre Anbindung aufweist. Daher habe ich weniger Beanspruchung der sensiblen Genicks- und Unterhalsmuskulatur am Kopf des Pferdes. Als dritten und wesentlichen Effekt, wenn ich annehme, motiviere ich den Unterkiefer des Pferdes. Die Pferde beginnen, wenn ich jetzt sanft annehme und vorwärts führe, sehen Sie, was passiert? Das Pferd wird in der Vorhand leichter. Hier haben wir ein System geschaffen, wo wir Pferde in eine ehrliche Aufrichtung bringen können, meine Damen und Herren. In eine ehrliche Aufrichtung, was bedeutet das? Die gesamte Vorhand wird A, in Gelenken und Sehnen weniger belastet, B, der komplette Schultergürtel, der komplette Schulterbereich unserer Pferde wird wesentlich freier. Ein dreijähriger Chorhaus war da gerade am Anreiten. Sehen Sie, wie dieses Pferd in der Vorhand leicht sich federnd bewegt. Sie sehen auch hier den nächsten Effekt, das Abkauen. Ich habe dieses Pferd gestern übernommen. In der ersten Arbeit hat er noch nicht gekaut, jetzt beginnt er abzukauen. Viele von Ihnen kennen die Verbindung, wie ein lockeres Unterkiefer mit der Hinterhand korrespondiert. Daher aktivieren wir mit dem System Bodyforming das gesamte Pferd, meine Damen und Herren. Für die Notwendigkeit möchte ich Ihnen zwei Tipps auf den Weg mitgeben. Nämlich, wie Sie Ihr eigenes Pferd checken können. Ist Ihr eigenes Pferd hier im Rücken stabil oder gibt mein Pferd nach? Gibt mein Pferd nach, ist Bewegungsmuskulatur druckempfindlich, überempfindlich. Bitte, das ist normal. Ein Nachgeben ist ein Befund, meine Damen und Herren. Pferde können nicht schreien, leider Gottes. Daher leiden Pferde still. Test Nummer 1, hier. Test Nummer 2, greifen Sie den Kopfarmmuskel, den Brachiocephalicus, hier am Ansatz und drücken Sie und schauen Sie, ist mein Pferd druckempfindlich, ja oder nein?
Diese Themen können wir nicht viel andere mit dem System Bodyforming lösen. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir mal das Equipment. Die dritte Säule im Programm ist das Programm. Nämlich, wir kontrollieren die Pferde über die Schulter, meine Damen und Herren. Wir arbeiten Pferde über den Geist. Sehen Sie, ein Signal, die Reaktion des Pferdes und kein eigenes Programm. Daher ist Bodyforming, meine Damen und Herren, in jede Arbeit, in jedes Trainingsprogramm integrierbar und auch rasseübergreifend anwendbar. Denn Biomechanik funktioniert bei allen Pferden gleich, meine Damen und Herren. Aber da erzähle ich Ihnen nichts, was Sie nicht schon wissen. Wir unterrichten in Seminarform hier in der Gegend auf der Kimranch Anfang Juni finden zwei Seminare statt. So, im Schritt dehne ich die Pferde auf, im Begleiten. Beachten Sie bitte, wie das Pferd im Schritt die Vorhand führt. Locker aus der Schulter, gut aus dem Oberarm, den Unterarm gut nach vorbringen und plan aufsetzen, plan aufführen. Somit habe ich eine gesunde Bewegung mit gesunden Belastungen. Die Hinterhand folgt eben nach. Im Schritt dehnen wir die Pferde auf. Sind die Pferde in der Lage, ihren maximalen Schritt zu gehen, zu treten, dann habe ich ein wesentliches erstes Ziel erreicht. Nämlich eine möglichst gute Funktionalität dieser Bewegungsmuskulatur. Als nächstes Trab. Durch dieses wechselweise An- und Abspannen löst die Pferde. Wir werden sehen, wie nach und nach das Muskelspiel der Rückenmuskulatur, der Bauchmuskulatur besser, stärker wird. Sie sehen, auch hier kann ich dieses Pferd fördern, forcieren, ohne die Gangart zu verlieren. Gut. Dritter wichtiger Punkt im Programm, nämlich die Pause. Speziell zu Beginn im Anarbeiten sehen wir, wie Bewegungsmuskulatur sich löst, die oft über Jahre, meine Damen und Herren, oft über Jahre gehemmt, blockiert und schmerzhaft war. Dann ist diese Muskulatur noch nicht belastbar. Nämlich, ich löse in der Pause. Gebe ich dem Pferd die Möglichkeit, diese neue, noch nie dagewesene Bewegung mental zu verarbeiten und B, gebe ich der Muskulatur die Zeit, die es braucht, besser zu durchbluten. Nämlich, Verspannungen bedeuten Arterien, Venen, Nervenstränge, Lymphstränge sind gequetscht. Minderdurchblutung und daher entstehen oft Muskelatrophie, also wo Muskulatur sich zurückbildet. So, wenn ich das verstehe, dann erübrigt sich die Frage, ob ich durch mehr Training diese Strukturen aufbringen kann. Nämlich, nein, meine Damen und Herren, alles klar? Und hier haben wir ein System, und das nicht nur der Therapeut, wo wir mit Therapeuten zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit suchen, sondern auch der verantwortungsbewusste Pferdebesitzer sein Pferd selbst arbeiten kann. Bodyforming ist letztendlich für das Pferd Lebensqualität pur, als Voraussetzung, damit Pferde gesund
leistungsfähig und auch leistungsbereit alt werden können.